Hallo alle zusammen. In diesem Video geht es darum, wie man ein bootfähiges Flash-Laufwerk zur Installation von Windows 11 erstellt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen bootfähigen Windows 11 Stick zu erstellen. Mit der offiziellen Software Media Creation Tool oder anderen Tools, wenn Sie bereits ein heruntergeladenes SCMH mit dem System haben. Darauf möchte ich hinweisen. Sie können einen bootfähigen Windows 11 Stick mit den beschriebenen Methoden erstellen, entweder von Windows 10 oder von Windows 11. Es ist auch nicht notwendig, dass der Computer, auf dem das bootfähige Flash-Laufwerk erstellt wird, mit Windows 11 Kompatibilität ist. Erste Methode. Besorgen Sie sich einen USB-Stick mit einer Größe von mindestens 8 GB und beachten Sie, dass beim Schreiben des Abbilds alle Daten darauf gelöscht werden. Gehen Sie auf die offizielle Microsoft-Seite zum Herunterladen von Windows 11. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Sie sollten den Abschnitt Windows 11 Installationsmedien erstellen sehen. Klicken Sie auf Download und das Media Creator Tool Windows 11 installieren wird heruntergeladen. Führen Sie anschließend das Dienstprogramm aus. Und akzeptieren Sie die Vereinbarungen. Auf dem Bildschirm Sprach- und Freigabeauswahl sind die Standardeinstellungen auf das aktuelle System abgestimmt. Sie können sie ändern, wenn Sie möchten. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken von Weiter. An dieser Stelle fordert das Installationsprogramm Sie auf, ein Sprachmedium auszuwählen. Wählen Sie USB-Flash-Laufwerk und drücken Sie Weiter. Wählen Sie ein USB-Flash-Laufwerk aus der Liste der wechselnden Datenträger aus und das Sie schreiben möchten. Bitte beachten Sie, dass nach Klick auf Weiter alle Daten daraus gelöscht werden. Wenn Sie die Erstellung des Installations-Flash-Laufwerks abgeschlossen haben, wird die Meldung USB-Flash-Laufwerk bereits angezeigt. Klicken Sie auf Fertigstellen und Ihr bootfähiges USB-Flash-Laufwerk mit Windows 11 ist einsatzbereit. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die zweite Methode ist relevant, wenn Sie bereits das SCMH von Windows 11 besitzen. Sie können es von der gleichen Microsoft-Seite wie das Media Creator Tool herunterladen. Alle von Microsoft angebotenen Optionen sind hier ausgeführt. Alternativ können Sie ein Bild auch mit dem Media Creator Tool erstellen. Wählen Sie dazu aus der Seite Media Creator Tool Ihr Medium aus. Geben Sie ISO-Datei anstelle von USB-Flash-Laufwerk an. Geben Sie den Ordner an, in dem es gespeichert werden soll. Und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist und das Systemabbild erstellt wurde. Wenn Sie fertig sind, wird die Windows 11 ISO-Datei im angegebenen Ordner gespeichert. Um ein bootfähiges USB-Laufwerk zu erstellen, verwende ich das Rufus-Programm. Der Download-Link befindet sich in der Beschreibung. Aber Rufus ist nicht die einzige Software, die Bilder auf Medien schreibt. Es gibt noch viele andere. Zu den beliebtesten gehören die folgenden: 32 Disk Imager, Ultra ISO, Unit Booting, Vinto Flash, Universal USB installieren und ähnliche. Starten Sie also das Programm, um loszulegen. Wählen Sie im ersten Schritt die gewünschte Systemabbilddatei aus und klicken Sie auf Auswählen. Der zweite Schritt besteht darin, den benötigten Medientyp auszuwählen, das heißt das USB-Gerät. Wenn Sie keine wichtigen Dateien auf dem Datenträger haben, drücken Sie Start. Bestätigen Sie noch einmal, dass die Software alle Dateien auf dem Datenträger löscht und warten Sie, bis die Dateien auf Ihren USB-Stick kopiert werden. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist,
wird die Meldung fertig angezeigt. Was bedeutet, dass der bootfähige USB-Stick bereit ist? Sie sind nun bereit, Windows 11 zu installieren. Beachten Sie jedoch, dass Windows 11 nur von einem bootfähigen USB-Stick installiert werden kann, der mit diesen beiden Methoden auf einem kompatiblen Gerät erstellt wurde. Mit der Version 2.0 oder höher und Secureboot. Wenn Ihr Computer nicht mit den Kassenplattform-Module angestartet ist und nicht über den abgesicherten Startmodus verfügt, wird während der Installation eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass Ihr Gerät nicht die mindestens Systemanforderung für die Installation von Windows 11 erfüllt. In diesem Fall müssen Sie zur Installation von Windows 11 auf einem nicht unterstützten Computer einen bootfähigen USB-Stick mit einer bestimmten Methode erstellen. Es gibt bereits einige davon, aber mir gefällt, wie Rufus diese Funktion implementiert, zumal es völlig kostenlos und quellenfrei ist. Der Prozess zur Erstellung eines bootfähigen USB-Sticks für einen nicht mit Windows 11 kompatiblen PC ist dasselbe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie im Menü Image Option die Option Extended Windows 11 Installation, NTP und Secure Boot, das heißt zur Installation auf einem Gerät ohne NTP und Secure Boot, auswählen müssen. Wenn Sie Windows 11 mit einem Flash-Laufwerk in diesem auf einem PC ohne NTP und Secure Boot installieren, erhalten Sie keinen Inkompatibilitätsfälle. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es bitte und abonnieren Sie den Kanal. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Glück.